Ja, angefangen damit Superbike 2008, glaube ich. Mein erstes Let's Play und MotoGP sollte ich eigentlich alle haben. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich glaube, ich habe alle Let's Played. Wir haben sie alle gespielt, Freunde. Wir haben sie alle gespielt. Sollten wir, bevor es losgeht, hier mal auf Pause drücken. Genau, dass wir hier nicht mich selber wieder hören. So, Soundcheck passt einmal und wir starten ins Spiel. Milestone, dann schauen wir mal, was Milestone diesmal abgeliefert hat. Lassen wir uns mal überraschen. Ich war schon mal ganz kurz drin, um einen technischen Check zu machen. So weit läuft mal alles, würde ich sagen. Sollte also den ersten Stream hier nichts entgegenstehen. Und es gibt auch dann am Abend wahrscheinlich noch einen zweiten Stream. Und wir checken das Ganze mal hier in aller Ruhe durch. Mal schauen, übers ganze Jahr schaffe ich es nicht, immer dran zu bleiben beim Spiel. Weil irgendwann einmal bist du dann ermüdet. Aber wir werden auf jeden Fall die Karriere spielen und sicher die eine oder andere Saison spielen eben. Bis wir auf jeden Fall in der MotoGP sind. Angeblich ist, glaube ich, der Manager-Modus nicht mehr dabei, aber ich weiß es nicht. Das werden wir uns gleich selber überzeugen. Eigentlich habe ich hier die Gasgas ausgewählt, aber egal. So schaut es also aus, liebe Freunde. Moment einmal. Moment, Moment, Moment. Falsche Taste. Wo ist denn das? Moment, Moment, Moment. Nee, das war es auch nicht. Der war es auch nicht. Das war's. Spiele-Sound. Habe ich ganz vergessen. Könnte nämlich sein, dass er das nicht mag. Aber mit viel Pech. Replay-Musik. So. Da sind wir wieder. Musik ist wieder da. Also Musik ist nicht da, die habe ich ausgeschalten, aber falls es da Lizenzprobleme gibt. Ich hoffe, die paar Sounds haben das nicht schon. Ja, das Monetarisieren gesprengt sozusagen. Aber hier im allerersten Stream, erst allererster Part, möchte ich da kein Risiko eingehen, ganz ehrlich. Also Startmenü, da kann man Karriere fortsetzen. Ja, Live-GP, das ist irgendwie online dann, glaube ich. Neuer Grand Prix, man kennt es, neue Meisterschaft, okay. Das ist das Layout, hier geht man dann oben auf bei RB. Ich habe jetzt den Xbox-Controller in der Hand. Ich weiß gar nicht, ob der PlayStation hier auch funktioniert. Am PC bin ich. Zeitfahren, Meisterschaft, Grand Prix. Dann gibt es neue Karriere, kann man starten. Wohl, eigentlich habe ich eine gestartet, aber ist egal. Achso, da müssen wir dafür. Ah, fortsetzen. Okay, und hier kann ich direkt eine neue starten. Okay, kenne mich aus. Ist auch komisch, aber bitte. Ja, Akademie gibt's, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Vielleicht für neue Fahrer oder wie auch immer. Tutorials brauche ich jetzt persönlich auch nicht. Aber da findet ihr es auf jeden Fall, wenn ihr es braucht. Lobby und Spiele. Das ist eben online und lokal geteilter Bildschirm. Couch-Multiplayer sozusagen. Anpassung, Fahrer-Team, wenn man da was ändern möchte. Helme, Nummernsticker. Fahrersticker, whatever, man kennt's. Unterladen. Ich habe mal die um 99 Cent die speziellen Rennanzüge gegönnt. 99 Cent, ja. Diesen VIP-Ding, was war das? Multiplayer-Pack, da schauen wir am PC selber, ob wir da nicht irgendwas gratis umstellen können, wenn wir was brauchen. Jo, jetzt ist die Frage: Gehen wir gleich in die Karriere oder sollen wir mal ins Zeitfahren reingehen? Ich habe schon ein bisschen eingestellt, so grob. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal mit der Ducati hier, mit uns selber. Einfach mal eine Runde in Jerez. Standard-Setup. Hallo Marc, hallo Marzio, alle da. 11 Zuschauer, sensationell. Hallo Steven. Naja, Profi. Hallo Stylo, hallo Stylo, hallo Stylo. Mit der Meta-Birne, ja.
Hallo Oliver, grüß dich. So, jawohl, allererster Stream, Freunde. Und wir fahren als allererstes mal eine Zeitfahrrunde. Nur mal so fürs Gefühl. Ich habe schon ein bisschen was um- und eingestellt, ganz grob vorher. Und ich glaube, ich habe es ganz gut erwischt. Wir testen einfach mal. Jetzt müssen wir gleich mal gemeinsam schauen, dass wir die Lautstärke jetzt finden da. Vom Motorsound, dass man mich auch hört während dem Fahren. Jetzt geht es, glaube ich, noch, oder? Die Animation ist alles noch 1 zu 1 gleich. Grafik hier am PC ist top, muss ich sagen. Ich habe wieder nur die Bremspunkte eingeschalten hier. Das hat mir schon immer gefallen, dass da keine Linie ist, sondern nur diese kleinen Fähnchen. Das ist perfekt, das passt optimal. Oh. Und schon eine ungültige Runde. Da hat es gleich mal. Haben wir gleich mal ein Stoppie gemacht. Was mir gerade auffällt ist, beim Rausbeschleunigen drückt es so richtig raus. Wahrscheinlich ist es in echt auch so. Aber extrem. Unruhig eben am Bremsen. Ja, da komme ich noch gar nicht zurecht, weil es uns wirklich rauszieht. Weil ich jetzt nicht weiß, ob er nicht da was umgestellt hat wieder bei den Einstellungen. Warte jetzt mal, das ist ja gerade komplett anders wieder. Ich habe da nämlich für mich was entdeckt. Na, hier nicht. Dann müssen wir kurz zurück in die Box, glaube ich, und dann schauen wir mal. Ah, du, dieses Wochenende Mugello. Okay, dann muss ich wieder schauen. Okay, sehr gut. Ja gut, es kommt drauf an jetzt. Spielerfahrung. Hat sehr viel moderat. Wir hatten das gerade vorher. Ich habe das probiert. Jetzt schalten wir das mal aus. Hat man einen Unterschied merken. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich moderat einschalte, habe ich da ein besseres Gefühl gerade vorher gehabt. Na, vielleicht war das das Problem gerade. Haben da mal alles ausgeschalten von diesen ersten Hilfen. Gut, das ist jetzt irrelevant, ob die Runde zählt oder nicht. Es geht ja nur mal ums Fahrgefühl hier. Also wir steuern jetzt komplett selber, außer jetzt natürlich Traktionskontrolle und das Ganze. Wow, Alter! Oh, joi, beim Anbremsen muss ich noch schauen, was da los ist. Ob man da immer so extrem unruhig wird, falls das liegt das auch am Setup. Ich weiß auch gar nicht, ob gekoppelte Bremse, ob das grundsätzlich aktiv ist. Nein, ich wollte. Hä? War nicht auf X immer Handbremse oder Rückwärtsbremse? Lautstärke passt ja. Es drückt, es schiebt richtig übers Vorderrad. Aber das wird schon so passen im Prinzip. Wenn du hier Gas gibst mit dem PS. Boah, und auf einmal bricht er hier aus. Ja. Boah, die Lenkung ist ein bisschen komisch. Also, ob man da vielleicht beim Stick noch irgendwas ändern kann bei den Einstellungen. Aber grafisch muss ich sagen, ist das vielleicht sogar noch ein Ticken besser als im Vorjahr. Wobei ich es nicht am PC gespielt habe, ganz ehrlich. Aber ist solide. So Fahrer und Motorrad mal.
Aber ein bisschen aufmache ich mir die Bremse, dass man nicht, wenn es ein bisschen unruhig wird. Ich glaube, da kommen wir schon rein. Im Großen und Ganzen. Und keine Sorge, wir starten auch gleich die Karriere. Ernsthaft? Das war ungültig? Wir sind doch über das Weiße ganz normal drüber gefahren. Oder fahren dann die anderen auch drüber? Okay, vielleicht zählt's ja nicht. Du kannst nichts machen, wenn du mal anbremst hier und der bricht da fast aus. Aber das ist auch keine Einstellung, glaube ich, weil wenn du... Warte, wir müssen mal testen. Jetzt pass auf einmal. Das ist ja, bevor wir dann richtig reingehen... Das will ich jetzt mal. Jetzt schalte ich mal alles komplett ein und schaue, wie ich nur aufs Gas steige. Das will ich jetzt wirklich wissen. Marziola, das wollen wir heute probiert. Ja, ich weiß, dass man 22 gar nicht gegeben hat, aber vielleicht haben sie das ja wieder reingegeben und ich habe es noch nicht gesehen. Ah, warte mal eine Sekunde. Eine Sekunde nur, eine Sekunde, Freunde. Ich bin schon wieder da, Freunde. Ja gut, gekoppelte Bremse, da steht eh nichts. Jetzt fahren wir mal so eine Runde, kommt, das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wissen, Freunde. Das will ich jetzt wissen. Ich gebe jetzt nur Gas, okay? Marc, das ist was für Anfänger, oder? Jetzt schaue ich mal, was passiert. Ich bleib nur am Gas, sonst mache ich nichts. Okay. Das hat doch einer gesagt, oder? Oder warum geht das nicht? Hä? Okay, bremsen, oder? Ich muss aber selber lenken. Okay. Ist ja gar nicht so. Dann habe ich das irgendwo falsch verstanden. Mir ist vorkommen, dort einer nur Gas geben. Wenn ich runtergehe, schaut, dann fährt er geradeaus. Also komplett ohne Lenken geht es ja eh nicht. Also das ist ja gar nicht so. Okay, dann habe ich das falsch irgendwo gelesen. Dann muss man eh selber lenken. Aber ich glaube, bremsen tut auf jeden Fall selber. Oder habe ich irgendwas nicht bestätigt? Kann das sein? Also er bremst mal selber, okay. Okay, ist mal nicht so geil, aber ich habe mir das anders vorgestellt. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ich glaube, der fährt komplett alleine, aber das macht er gar nicht. Okay, schauen wir nochmal. Aktivier die Lenkung. Pass auf einmal. Neutrales Gas geben. Das sollte er dann auch automatisch machen, oder? Theoretisch. Die Hilfe beschleunigt automatisch und passt die Geschwindigkeit basierend auf das Eingang der KI an.
Ja, das brauchen wir ja nicht. Bremsen brauchen wir ja an und für sich auch nicht. Soll ich mal nur die Lenkung testen? Ach, sorry, wir sollten mal in Karriere mal reingehen, oder? Nur mal, dass ich wissen kann jetzt, wie das, was für einen Unterschied jetzt macht. Nur mal, machen wir jetzt nur mal das Lenken. Gas und Ding ist uns mal Rille. Dann kurz lesen, was steht im. Oh, kein Sound. Ah, ich habe das falsch gedrückt. Sorry, Freunde. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Sorry, sorry. Sorry, sorry, kein Spielsound. Aber warum schalte ich das mit der Bremse aus? Überholt mir das Heck fast jedes Mal beim Anbremsen. Ja, welche Taste ist denn. Das haben sie auch verändert, oder? Weil es war nicht das X, da schaltet er nämlich runter. Das sollte man schon wissen. Controller, wo ist runterschalten? Ah, nicht runterschalten. Hinterradbremse, wo ist denn die? Ja, Vorderradbremse. Achso, A, genau. A, okay. So, warte mal kurz. Wo ist denn. Was ist denn Y? Ah, Right Height Device, oder? Das soll er automatisch tun. Ah, er bremst nicht mit. Okay, ich sehe es gerade. Schaut mal am rechten Fuß. Jetzt bremse ich nur vorne. Nein, verdammt. Jetzt muss ich das so rüber tun. Und wenn, wenn ich auf A drücke, bremst er Hinterradbremse. Okay, wissen wir das auch. Vielleicht hat er es ihm deswegen so aufgestellt, weil wir hinten nicht mitgebremst haben. Okay, na, wir werden schon drauf kommen. Ja, da muss ich erst noch ein bisschen reinkommen, glaube ich. Das gefällt mir aber auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen jetzt. Jetzt sehen wir das machen. Wir lassen das einmal auf moderat. Aber egal. Gehen wir mal in die Karriere, würde ich sagen. Da muss ich noch ein bisschen Practice sammeln. Aber fühlt sich, ich glaube, wenn man drin ist, glaube ich, fühlt sich das gar nicht so schlecht an, glaube ich. So, wir starten gemeinsam eine neue Karriere. Ich war ja nur ganz kurz drin. So, aber ich habe mal schon die Nummer alles, weil das passt schon in den Namen. Sollte eigentlich auch Bernie Baum sein. Helm haben wir schon ausgesucht. Da brauchen wir gar nicht viel herumtun. Da brauche ich auch nicht viel zeigen, weil das ist alles das Alte. Sogar vom Design her. Online könnt ihr noch Inhalten suchen. Da gibt es eigentlich nichts Neues. Da brauche ich euch jetzt nicht wirklich was zeigen. So, also ich habe natürlich die Musik ausgeschalten, weil ich nicht weiß, ob da irgendwas, wenn ein Monetarisieren ist. Danke für 7 Likes. Aufsteigender Stern in den Wertungen vor Yamanaka landen innerhalb der Grand Prix. Die Aufmerksamkeit von Moto 3 Rennen gerichtet, wenn Bernie Baum die Chance hat, einen wichtigen Vertrag zu gewinnen. Also, wir haben jetzt quasi 2 Rennen Zeit, einen Vertrag zu gewinnen. Okay. Wir sind beim letzten Rennen der Saison und trotz seines guten Debüts glaube ich nicht, dass Bernie Baum eine Chance hat, vor mir zu landen. Der Stand der Meisterschaft ist klar und es wird nicht leicht sein, die Ergebnisse zu ändern. Apropos Ergebnisse und so. Ah, ich kann antworten. Wo kann ich die Stärke dann einstellen? Nö, ich bin doch kein Rennen gefahren. Hallo Nicole. Schöne Grüße aus Wien zurück. Danke dir. Ich will immer besser werden. Ich hoffe, ich kann das Fahrerlager davon überzeugen, mir einen Vertrag für die nächste Saison zu geben. Die Herausforderungen machen mir keine Angst. Ich bin hier, um zu gewinnen, bei der Weltmeisterschaft zu bleiben und Geschichte zu schreiben.
Bleiben wir mal am Boden fürs Erste, würde ich sagen. Bleiben wir mal am Boden fürs Erste. Drei, okay, weil da oben steht zwei, aber ist wurscht. Innerhalb zwei GPs steht da oben. Aber wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Ah, weiter durchgestrichen, okay. Rennoptionen. Boah, kann man wieder eine KI-Stufe empfehlen? Was fürs erste Rennen so? Roundabout? Ich bin ja mit noch keinen. Ja, das hätte man sollen machen, ein Testkompi, dass wir grob die Prozente wissen. Sonst gehen wir mal mit 70 oder so rein. Wie weit geht's denn überhaupt? 120. Na, gehen wir mal mit den entspannten 75 rein, oder? Oder sagen wir 80? Gehen wir 80, scheiß drauf, wenn nicht. Beim ersten Mal. Apehanger Gaming, danke dir. Die Hälfte? Maximilian, von was die Hälfte? Was ich jetzt habe, oder was? Oder? Gehen die so krass ab, oder was? Ich glaube, 4 Runden reicht einmal fürs erste, oder, dass wir weiterkommen. Und ich könnte mir da gerne Sachen reinschreiben. Wenn es regnen beginnt zum Beispiel und es ist vorher trocken, dann bricht das Rennen jetzt neu ab. Beim MotoGP haben wir dann Flag to Flag, das heißt, wir wechseln das Motorrad auf das Regenmotorrad. Motor 3 und Motor 2 wird abgebrochen, weil die haben nur ein Motorrad. Und nur Reifenwechsel geht dann nicht, da braucht auch das Setup und alles, deswegen wird das, was ich weiß, immer abgebrochen, das Rennen. 80 ist sportlich. Okay. Dann gehen wir auf 70. Stimmt aber eh, ich bin ja noch nicht drin, aber gut. Ach so, wir müssen ja da liefern, oder? Sonst. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal auf 70. Guten Morgen aus Malaysia. Wir melden uns von der Rennstrecke in Sepang. Wir schalten live. Genau, es ist auch nicht jede Strecke gleich, aber nur die ersten mal schauen, wie wir reinkommen. So, das käme auch, das Geschwafel. Setup habe ich eh noch keins. War gleich hinten den Harten drauf, das verstehe ich nicht. Dann machen wir mal. Also es gibt nur Soft und Hard, oder was? Hä? Achso, Moment. War da nicht gerade der Mittel oben vorne? Achso, oh ja, der Medium. Okay. Steht da irgendwo? Na egal, lassen wir das mal drin. Danke fürs Qualifying auffüllen. Hä? Voll, oder was? Bremse, also bei der Bremse kann ich nichts machen. Okay. Active Session. Okay, das ist eh alles bekannt. Dann gehen wir mal. Starten wir die Karriere hier? Okay, wir haben hier bei Chip. Chip, wie heißen die? Auf jeden Fall einen Gaststart, so wie es ausschaut. Das dürften alle haben. Und dann später dürfen wir wahrscheinlich. Okay, warum haben wir hier die Linie? Moment. Wir gehen in die Box. Wir gehen in die Box, ja, schauen wir mal. Vielleicht müssen wir das nochmal extra einstellen. Na, Kurvenanzeige will ich nur haben. Oder sollen wir mit.
Ne, wir fahren nicht mit der Ding, oder? Ne. Wir probieren es mit unserer Bremslinie. Die Strecke kennen wir ja. Wenn wir eine Strecke überhaupt nicht können oder kennen, dann können wir ja da die Linie rein, aber das ist maximal bei 1, 2. Wenn es hier eine neue gibt vielleicht. Erste Mal die Start- und Zielrunde, 21 Zuschauer, Robby Rob, grüß dich, hallo. So, mal eine Sicherheitsbremsung machen hier. Ja, da bin ich schon mal aufs erste Rennen gespannt, wie das dann ist, wie sich KI verhält. Was ich so gehört und gelesen und gesehen habe, doch relativ aggressiv, aber man wird nicht mehr so leicht abgeschossen, angeblich. Aber das werden wir selber wieder beurteilen. So, wir fangen mal mit der ersten Runde hier mal relativ entspannt an, würde ich sagen. Ja, man kann nicht mehr so schnell aufs Gas geben, sonst schiebt es übers Vorderrad einfach raus. Man sollte so ein bisschen Realismus reinbringen. Ja, Robby, heute neu rausgekommen. Heute neu rausgekommen. Ah, genau am heutigen Tage. Für PC, Xbox, PlayStation, ich weiß gar nicht. PlayStation 4 auf jeden Fall, das habe ich auch schon gelesen. Ob irgendwie Nintendo oder so irgendwas, das weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Da habe ich mich noch nie interessiert für. Aber ich. Boah, nein, kann ich das nicht sagen. Aber ich glaube, die Nintendo-Spieler sind jetzt... Okay, warum war da außen der rote Punkt? Okay. Na gut. Morera. Das ist aber, habe ich gesehen bei den anderen, das dürfte einer der schnellsten sein, glaube ich. Sind wir nicht in Q1 oder sind wir jetzt im Training? Ich weiß gar nicht. Fährt er die Box oder bremst er so früh? Oder bremsen wir so spät? Das kann auch sein. Wenn wir den jetzt schlagen, dann schaut's gut aus. Vielleicht ein bisschen ein Gefühl kriegen. Windschatten wäre geil. Ah, es ist nicht mehr so, dass wir jetzt komplett um B sind mit der höchsten Geschwindigkeit. Obwohl wir wieder schneller waren gerade. Obwohl er ist, was ich gesehen habe bei den anderen Let's Plays und so, ganz vorne dabei gewesen immer. Das ist einer der schnellsten, glaube ich. Hier mal im Spiel zumindest. Da ist er. So, jetzt werden wir uns einmal hier Richtung Bremspunkt nähern mit unserem Bremspunkt oder mit unserer Bremsung an sich. Sorry im Chat, wenn ich dann wieder aufhöre, dann... Ach so, jetzt ist er... Jetzt können wir gar nicht... What? Warte mal, das analysieren wir mal, was ist denn da passiert? Es ist aus nichts... Hoppala. Ich hab das mal umgelegt. Komisch. Wo ist er da hinten? Ja, das schaut gar nicht so schlecht aus vom Speed her, glaube ich. Ich glaube, das könnten geile Grand Prix werden diesmal. Kann ich am Sonntag vielleicht gleich am Abend ein Mugello 100% Rennen Special machen, oder? Muss ich natürlich ein bisschen schauen, ein bisschen üben. Wäre doch gleich einmal passend.
Aber nächste Woche kommt auch das neue Formel 1, da bin ich auch am Start. Da werden wir abwechselnd Formel 1 und MotoGP natürlich bringen nächste Woche, Schwerpunkt. Ich spiele auf Robby, ich spiele auf PC, ja. Ja, das klingt bei Milestone immer so eigentlich, das Motorrad. Ist ja auch Moto 3. Yamanaka, der Erste, oder? Ist das der virtuelle Feind von uns? Jo, da sind wir vorne. Das passt doch gleich einmal, oder, glaube ich. Oh, ich glaube, das haben wir gar nicht so schlecht eingestellt. Vielleicht wird sogar noch einen dicken... Die 5% drauf würden... Ja, ich habe es auch gut im Gefühl gehabt, glaube ich. Müssen wir irgendwas erledigen hier? Irgendwelche Aufgaben? Ich will diese Liste abfahren oder was? Ich weiß gar nicht. Wir sind mit Bildern aus der Boxengasse zurück, wo der Fahrer in seine Box fährt. So schaut es nämlich aus. Aber wir sind ja P3, das ist, wir sind ja doch in Practice, verdammt. Aber so... Na gut, aber ist ja egal. Wenn da, sollten wir uns ja theoretisch für das Q1 dann ersparen, wenn wir gleich in P3 dabei sind. Naja, Reifenabrieb natürlich, weil wir ja vier Runden, ja, ist klar. Ah, da oben haben wir jetzt die Vorhersage. 0% Regenwahrscheinlichkeit, okay. Cool. Schauen wir da mal rein. 0,8. Oh, wir sind der Dritte. Ach du Schande. What? Stimmen da die Zeiten schon nicht, Freunde? Stimmen da die Zeiten schon nicht? Oder hat er die vorher gefahren? Das kann auch sein. Vielleicht war das jetzt die Inlap, wo wir ihn überholt haben, weil wir haben ihn ja überholt und sind vor ihm über die Stadtziellinie gefahren und er ist aber eine Sekunde schneller als wir. Halgado. Ne, das war die Nummer 10, sorry, mein Fehler. Aber mit der Farbe, er war's. Moreira. Ah, okay. Alles gut, Kommando zurück. Hab's gesehen. Ja, aber das sollte. Was, können wir wieder auf Y schneller laufen lassen? Müssen wir oben bleiben oder müssen wir. Ja. Schauen wir mal. Zehnter. Uiuiuiui. Sollen wir nochmal rausgehen? Ah, gehen wir nochmal raus, komm. Gehen wir nochmal raus. Haben wir genug Reifen? Weil wir sollten dann fürs Quali und so auch. Sollen wir schon Soft aufziehen? Ich weiß, ob das überhaupt stimmt. Ist die KI? Was ist die KI gefahren? Wie viel Sprit haben wir noch gehabt vorher? Ach Gott. Fragen über Fragen, Freunde. Fragen über Fragen. Knabbert da mal ein bisschen was raus. So viel sind wir eh nicht gefahren gerade. Zeige mal die aktive Session. Die sind Medium hinten Soft, vorne Medium. Okay. Auch lustig. Schauen wir mal, was wir so an Reifen haben. Medium. Viermal. Na gut, wenn wir ins Q2 jetzt gleich kommen, könnten wir ja einen verballern eigentlich. Beziehungsweise ist nicht... Na, ist nur bewölkt, nicht Regen. Okay. Ja, okay. Passt. Alles gut. Probieren wir einfach mal. Warum gibt es hinten keinen Medium? Sowas weiß ich zum Beispiel auch nicht. Dass das gar nicht gibt hinten. Das heißt, das ist dieses Jahr auch neu. Bei so einem Detail weiß ich das jetzt generell nicht. So, zweimal Soft. Dank raus. Das Team ist mit probieren wir es noch einmal. Am Motorrad fertig und der Fahrer ist bereit, loszulegen. Jo. Joe Kelso vor uns mit der Nummer 66. Da können wir uns da gleich ein bisschen Hinterrad lutschen hier bei Kelso. Ein bisschen ran. So wie der Marc Marquez so ein bisschen. Oh ne, wir werden da schon wieder so langsam. Sag ich, die KI ist wieder auf der Geraden noch immer irgendwie so, dass man sagt, wir sind irgendwie schnell auf der Geraden. Dennis Öntschi fährt dann die Box. Aber gut, das werden wir alles noch sehen. Bei der Windschatten war das nicht, oder? Oh, nein, verdammt. Warte, fahren wir mal zurück. Ah, der ist in die Box gefahren. Okay, dann zählt das vielleicht jetzt auch nicht. Okay, nehme ich wieder zurück. Vielleicht hat er deswegen wohl früher abgebremst. Und, das war ja eigentlich geil, Freunde, weil der hat uns vorbeilassen. Schaut mal, wo ist er? Na, Kamera, hallo. Bisschen schneller, Kamera. Oh, geht nicht, okay. Da, der hat uns vorbeilassen und fährt jetzt in die Box rein. Okay, dann nehme ich alles zurück. Dann war es geil. Dann war es eine geile Aktion.
Dort steht es, ja, das wird ein bisschen realistischer sein, wenn wir es da aufs Gas latschen, dass uns dann ein bisschen nach außen drückt. Okay, er fährt in die Box, alles gut. Wir starten unsere Schnelle. Ah, da muss ich noch ein bisschen reinkommen, aber ich finde es eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich im Gegensatz zu Marzio anscheinend, finde es zumindest mal objektiv jetzt von mir jetzt, von der Grafik her ganz okay. Er will besser wird es jetzt nicht sein wie im Vorjahr, aber schlecht auf keinen Fall, die Grafik und, also Motorrad und Fahrer schauen gut aus. Gefühlt eine Idee besser sogar, aber es ist wirklich nur meine objektive Meinung jetzt mal so rein vom Gefühl her, ohne jetzt da ewig Daten zu haben oder irgendwas. Ja, da muss man sich jetzt vom Fahrstil ein bisschen umstellen. Von vorher da beim Umwechseln hier, das hat mich ein bisschen irritiert, dass man da... vielleicht darf man nicht zu extrem drücken. Scheitelpunkt und Gas. Ja, das ist vorher gemeint, das hört sich beim Runterschalten nicht ganz so gesund an, ja, das Getriebe. So, damals, oh, erster Sektor rot, zweiter orange, sehr gut, perfekt, da sind wir gut dabei. Oh, das war mit dem Sprit vielleicht auch nicht so geil, ich hoffe, da haben wir jetzt eh nur die eine Runde anscheinend. Was war da los? Okay, zumindest die eine Runde schaffen. Okay, vorne orange, das heißt... Da müsste ich jetzt schauen wegen den Reifen. Ja, stimmt. Der wird jetzt zu warm wahrscheinlich. Da geht sich nicht einmal eine Runde aus anscheinend. Schade. Ja, gut, dafür ist Qualifying. Ja, jetzt werden wir leider verlieren, oder? An Zeit. Also 1,1 Rückstand. Aber es sind nur 19 da. Ja, sehr geil. Warum legen die auf einmal so zu? Ja, und zu spät eingelenkt. Geil. Die Frage ist eigentlich nur, wo ist dieser Yamanaka? Okay, fürs Qualifying volltanken heißt maximal 2 schnelle Runden. Okay, aber jetzt habe ich die Hälfte ungefähr drin gehabt und sind wir eigentlich schneller gewesen? Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Die Regie zeigt uns die Box. Das heißt vorne ein Medium auf jeden Fall. Hinten hat es eigentlich gepasst. 5 Minuten, wir könnten noch einmal raus, wenn wir schon da sind, weil wir uns wirklich das Ding sparen. Wir sind 9 da. Wir haben aber doch ein bisschen Zeit gut gemacht, glaube ich. Theoretisch sollten wir dann ins Q2 direkt kommen. 5 Minuten, 9 da. Bis, sieht man das hier schon, wie weit? Boah, Freunde, das ist schon mal hektisch hier. Wir werden, was sagt denn uns hier eigentlich vom Reifen her? Jetzt danken wir mal voll, dass wir im Notfall 2 Runden fahren können. Aber dann haben wir nochmal 2 Medium. Brauchen wir dafür, das Problem ist nur, brauchen wir dann fürs Rennen auch einen? Oder haben wir dann, ich glaube, das sind alle, oder? Das ist schwierig. Das ist jetzt wirklich schwierig. Weil dann dürfen wir einen Medium auch noch mehr fürs Quali 2 dann verwenden. Wir müssen jetzt einen rausballern. Hinten passt das, würde ich sagen. Dann nehmen wir auch einen frischen. Steht da nicht irgendwo empfohlen? Da steht empfohlen, okay. Mittlere Reifenmischung empfohlen, okay. Und da sagt er uns, harte Reifenmischung empfohlen. Aber das hat eigentlich gepasst, muss ich sagen. Ob wir 2 Runden schaffen, ist eine andere Frage. Wir probieren es noch einmal. Wir versuchen es noch einmal. Der Yamaka. Höhere Ansprüche, ja. Na, ich sage nur, dass es im Vergleich zum 22er Antiken besser ist. Ich sage nicht, dass es generell gut ist. Also sage, Motorrad und Fahrer schauen jetzt nicht schlecht aus. Bin ich jetzt da bei mir am PC. Ich weiß nicht, wie es auf der Blaze ausschaut. Und wie es jetzt rüberkommt, natürlich auch hier auf YouTube. Aber mir im Bildschirm schaut das echt cool aus. Echt scharf gestochen aus. Du weißt, ich bin da auch empfindlich. Eine Minute nochmal, aber das geht sicher nochmal eine Runde aus.
Haben wir die erste, wird es meistens eh nicht. Obwohl 0-1, sehr gut, schaut gut aus. Scheitelpunkt und Gas. Ah, so optimal fast. Oh, Grausektor 2 nur. Au, verdammt. Au, verdammt. Da wollen wir hier auf den Kollegen gerade vor uns aufholen. Vorher hat uns aber einer im Mittelsektor auch blockiert, oder? Hä, was bin ich da jetzt gefahren? Moment, einmal zurück. Bin ich da jetzt hingefahren? Sorry. Na, ist auch ein bisschen hakelig. Schneller ist es jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Aber Freunde, dranbleiben, ich würde sagen, zum Schluss des Streams, spätestens werden wir auch, oder dazwischen vielleicht, sind wir schon 26, Major Tom, grüß dich, werden wir auch ein MotoGP-Rennen fahren, oder ein Moto2-Rennen mal, so just for fun, würde ich sagen. Aus irgendeinem Grund, gehen wir mal zurück, es passt hier der Bremspunkt überhaupt nicht, oder? Die oh, Romane Fanati zittert da vorne auch herum. Ich will jetzt mal wissen, warum wir hier irgendwie zu weit gehen. Das möchte ich nur wissen hier, dass wir mal die ganze Kurve auch analysieren hier. Mal einen dicken früher bremsen. Ist das zu früh, oder? Was fahren die der Schlangenlinie? Das irritiert mich ein bisschen. Ja, wir sollten auf jeden Fall einen dicken früher bremsen hier. Nach der langen Geraden. Okay, alles klar. Flag to flag, ja. Das werden wir auch gleich testen. Sehen wir mal, der kann dir das vorher einstellen. Welche Fahrer die besten Zeiten in dieser Session gefahren sind. Oh, wo bin ich jetzt hier? Da Yamanaka hier. Sechster. Ach du Schade. 13. Das heißt, wir sollten eigentlich ins sehen wir uns automatisch ins Q2. Oh, kombiniert. Kombiniert. Da sind wir tendenziell eher weiter hinten, oder? Ernsthaft jetzt? Die sind vorher schneller gefahren. Und jetzt bin ich letzter. Muss ich mich verarschen? Ich habe doch eher hier aufgeholt auf die ganzen Leute, oder? Hab's vielleicht mit dem Schwierigkeitsgrad doch recht gehabt. Guten Morgen aus Malaysia. Ah, okay, danke, Matthias. Wir melden uns von der Rennstrecke in Sepang. Gleich beginnt die erste Qualifying Session der Moto3-Klasse. Aber wo soll ich testen, Mario? Bei der MotoGP oder Moto2 oder Moto3? Wobei Moto3, Moto2, man gesagt, geht's ja nicht. Du meinst wahrscheinlich E-Motor 2. So, Spielerfahrung. Jetzt kann ich es ja nicht mehr einstellen. Ja, jetzt haben wir den Salat, Freunde. Jetzt haben wir den Salat, jetzt sind wir letzter. Ich würde sagen, wir können mit dem Setup mal eine fahren wir jetzt hier. Das wird jetzt schwierig, das erste Rennen. Dann bekommen wir, wenn wir Pech haben, dann müssen wir die Karriere nochmal neu starten, wenn wir kein Angebot bekommen, wenn wir zu schlecht sind. Eieieiei. Ich würde sagen, wieso geht er da vom Gas? Ich bin doch am Gas drauf. Oh, komisch, aber ist egal. Okay, ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit vorher vergessen, die Hinterradbremse mitzunehmen. Warum stürzt er jetzt? Ich
Vielleicht sollte ich ihn nicht drücken. Keine Ahnung. Ich versuche vorher ohne Hinterradbremse. Hat aber bis auf die eine Kurve alles gepasst mit dem Bremspunkt eigentlich. Vielleicht am Anfang einmal ein bisschen mit und dann gleich loslassen. Was ist das Geheimnis? Ich weiß es selber nicht genau. Ich fahre echt keine Rennen. Da wird es eher unruhig, wenn ich da hier das Hinterrad mitbremsen lasse. Manuell. Nee, Schatz. Ja, vor allem, wenn ich dann in der Kurve reinlatsche, haut natürlich das Heck weg. Okay, alles klar. Maximal tun wir die Hinterradbremse auf der Geraden einmal kurz. Dann wird es reingehen in die Kurve, auf jeden Fall loslassen. Wirklich nicht gesund an hier das Getriebe von der Unterschalten stellen, weil sie nur fliegen ist schöner, Alex, genauso schaut's aus. Aber da komme ich schon noch ein bisschen rein jetzt, dass ich dann die Kniffs hier beim 23er rausbekomme. Außen dieser Ding passt da überhaupt nicht, dieser Bremspunkt. Jetzt schauen wir genau die elektrische Bremse ein bisschen zurück, so ein Dicken. Ganz vorne nicht Gas geben, da stillt das Motorrad komplett auf irgendwie. Da verlieren wir extrem viel Zeit gerade. Obwohl wir gerade Erster werden. Aber die werden sicher noch steigern. Das ist wirklich eine schlechte Runde, weil von der Zeit her, vom Vergleich zuvor, bin ich 2.18, glaube ich, gefahren, oder? Ah, da können wir gleich rein, das ist gar nichts gerade. Wir gehen in die Box. Boah, da brauche ich noch ein bisschen Gefühl. Nach etwas mit seinen Technikern zu diskutieren hat. Den Technikern, hören wir das mal aus. Keine Ahnung. I don't know. So, noch einmal frisch drauf. Einmal behalte ich mir jetzt aber auf jeden Fall auf fürs Rennen. Hinten, das passt ja eigentlich. Da gehen wir noch einmal auf Ding. Fürs Rennen hinten vielleicht hart. Das könnte vielleicht zwecks Reifenverbrauch passen. Gut, wir haben nur 4 Runden eingestellt, aber das keine Sorge, da werden wir demnächst dann mehr machen auch. So, gehen wir raus, dass wir noch einmal hier 2 Runden vielleicht fahren können. Aber da sind wir schon mit Nummer 8 da. Seht ihr das? So schnell geht's. Aber gut, war auch noch keine gute Runde dabei, muss man auch sagen. Ja, der Bremsschwung passt überhaupt nicht. Ich muss ja vom Hinterrad runtergehen, sonst steigen wir wieder ab. Ah, da müssen wir einfach einen dicken früher bremsen, das passt schon. Das sollte eigentlich eh passen. Gehen wir am Anfang ein bisschen auf die Hinterradbremse. Hat aber jetzt gefühlt nicht wirklich viel Auswirkung. Also hat er sonst auch gepasst. Ja, ist ein bisschen zu spitz angefahren, glaube ich, aber okay.
Ah, die Luft, das war nicht gut. Da haben wir jetzt Zeit verloren. Kaum steigst du aufs Gas, stellt er sich auf. Da muss man auch ein, da muss man geduldig sein und ticken später aufs Gas. Als in den vorigen Teilen sonst. Das wird schon passen, ansonsten wenn du hier wahrscheinlich so aufs Gas steigst, dann drückt sich auch ein bisschen nach außen wahrscheinlich. Die Fliehkräfte. Also ab Scheitelpunkt, aber ja, Scheitelpunkt ist nicht immer, aber für knapp nach dem Scheitelpunkt kann man dann voll reinlatschen. Je nach Kurve natürlich auch. Ja, schaut mal, der Kollege, der ist Vierter. Ach Gott, jetzt fahre ich wieder da die blöde Linie von vorher zu sehen. Und wir kommen fast ein Ticken näher. Vielleicht wieder so eine Outlap und der fährt langsamer, das kann auch sein. Ja, ein bisschen zu weit. Und er stellt sich wieder auf, geil. Ah, da müssen wir noch einmal hier, weil so verlieren wir komplett Zeit und das ist ja sinnlos hier die Runde dann. Ja, eine Sekunde. Schon wieder einen Schluck trinken. So, ich trinke auch einen Schluck. So, jetzt haben wir gesagt, einen Ticken früher. Und das war schon wieder zu viel. Und zu spät runtergegangen. Das müssen wir auch noch irgendwie. Ganz kurz am Anfang und gleich runter. Weil das sind die vier abenteuerlichen Linien. So, oben nur rot. Jo, 218,5. Die KI kann sich jetzt in ihrem Leben noch einmal, weiß nicht, eine Sekunde oder was steigern. Das gibt's doch gar nicht, oder? So, Kollege, lass mich mal durch hier. Ja, wieder typisch, üblich, Outlap und er lässt uns. Ja, er sieht uns nicht. Das ist bei der Formel 1 Welten besser. Wir lassen einen schön vorbei. Er war jetzt gerade mal nicht so schlau. Ja, dadurch auch grauer erster Sektor leider. Wir holen es trotzdem einmal noch. Ich weiß nicht, ob unsere Zeit reicht. 6 Zehntel sind wir vorne. Das sollen die normalerweise nie im Leben nicht so viel schneller werden. Einmal grau, ich glaube, da können wir. Aber hier im nächsten Sektor, aber hier haben wir ja vorher ein bisschen geschlafen. Also, ich mir den jetzt besser. Da war ja nicht so sauber, die paar Kurven vorher. Ah, 01. Das war unsere Zeit wahrscheinlich. Ja, da oben sehen wir schon, die Zehntel raufgehen ein bisschen. Und 5, ne, da schlagen wir unsere Zeit nicht mehr.
Aber wir sind witzigerweise mit 2.18.5 jetzt Erster. Was hat, sind die nicht vor andere Zeiten gefahren? Wie sind tatsächlich Erster? Das gibt's doch gar nicht. Auf dem Bildschirm sehen Sie die Namen der vier Fahrer, die einen Platz im Q2 ergattert haben. Was ist damit? Was? Ich tue gerade. Ich kann ja nicht. So, dann gehen wir hier fortfahren. Wir melden uns wieder vom zweiten Qualifying der Moto3-Klasse. Die ersten Fahrer werden gleich. Jo, jetzt ist die Frage: Haben wir überhaupt noch Reifen? Bernie Baum, Filippo Farioli, Matteo Bertelle und David Alonso sind die Fahrer aus dem Q1, die aufsteigen. Hallo Silvester, grüß dich. Ja, genau, die haben die Zeiten komplett simuliert und dann ist wieder komplett eskaliert. Das war das Problem. Steht ja da recht unten, steht Q2, genau. So. Jetzt schauen wir mal, welche Reifen wir noch haben. Das ist ja Training und Qualifying, da hat er länger als dann das Rennen. Ist auch witzig. Das Problem ist nur, wir werden den Reifen wahrscheinlich brauchen. Fürs Rennen, den behalten wir uns auf und der ist nix, der wird zu heiß. Da lassen wir ihn einfach mal drauf und eine Runde geht noch. Für Soft brauchen wir fürs Rennen eh nicht, da kann man hinten einen neuen draufballern, ich hoffe das geht. Zwei Runden bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber lassen wir mal den Sprit drin. Schauen wir nochmal eine 2.18 Mitte schaffen oder so, dann bin ich zufrieden. Geil, man kann wieder nicht vor dem Autopilot hier rechts die Traktionskontrolle das verstellen. Ja, das ist ja auch behindert. Wieso kann ich das nicht genau vorher machen? Das verstehst du, ist noch immer dasselbe. Oh, zu spät. Das wäre doch perfekt, aber der Autopilot ist, dass ich hier rechts die Traktionskontrolle das alles einstelle, wenn ich es will. Setz da rechts. Verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Wäre doch perfekt, oder? Aber naja. Das ist wieder so eine Kleinigkeit. Geht doch fast der Motor aus, wenn ich da auf der Handhinterradbremse oben bleibe. Oh, das war nix. Das war nix. Haben wir zumindest mal unsere 18.5 im Hinterkopf. What? David, schau mal. Einfach mal einen Willi gemacht beim Gas geben. Aus dem Nichts hier. Lustig. Ach so, ich habe sie ausgeschalten. Gesundheit. Ich habe die Willi-Kontrolle. Die Willi-Kontrolle ausgeschalten. Also auf 1. Ja, ja, weiß schon. Deswegen. Mein Fehler. Nicht das Spiel, mein Fehler.
22, okay. Versprochen, Freunde, danach fahren wir nach diesen Rennen dann. Fahren wir ein Flag-to-Flag, Marzio, versprochen. Probieren wir das mal. Du sagst, bei dir ist ein Fehler gewesen, oder was? Ah, jetzt habe ich nicht geschaut, welche Version ich habe. Sorry, Marzio, falls sieht man das im Menü draußen, ich weiß nicht. Und die Info-Freunde, heute am Abend werde ich auch wieder streamen. So Start ungefähr 10:30, je nachdem, wenn der Junior heute schlafen geht und so. Aber ich kann ja vielleicht schon ein bisschen früher starten wieder und dann ein kurzes Päuschen zum Gute Nacht sagen machen. Da können wir vielleicht schon ein bisschen früher starten, um 10 herum vielleicht mal schauen. Und hier gönne ich mir dann eine Pause von 2-3 Minütchen. Ah, okay, das wird jetzt sicher auch nichts. Das war ich nicht wirklich hier fokussiert, leider. Wobei wir gerade grünen, rot und orange haben. Das ist ja geil. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht gut unterwegs, aber irgendwie wird nicht die KI nur schneller, sondern auch hier aus welchen Gründen auch immer. Der war ganz schlecht. Aber es ist gut, man rutscht nicht über das Vorderrad. Gut, Rennen müssen wir noch schauen, ob uns irgendwer abschießt oder irgendwie so. Das ist Summer Game Fest, what? Zweiter Sektor haben wir gesehen, ja, 2.18, da sollte man schon über die Linie sein, das ist nix. Das ist nix. Nochmal zurück und einmal wir sind mit Bildern auf. Frisch aufdanken. Einmal machen wir das noch, wobei, ja, einmal das. Das müssen wir in Zukunft irgendwie ein bisschen verkürzen. So soft brauchen wir diese Rennen eh nicht. Und let's go. So, zwei Runden brüllen wir jetzt noch. Natürlich war unser Vorderreifen ist nicht so top. Wir haben ja Reifenverbrauch eingestellt. Der kann, naja, wird jetzt schon nicht mehr ganz so geil sein, aber zweite Runde, ja, mal schauen. Dann nachfahren ein bisschen, aber der ist jetzt ein Tick zu weit weg, glaube ich, dass wir da wirklich dran fahren könnten. Daniel Holgado, erster vor Suzuki und Sasaki, glaube ich. Ja, die sind noch in echt, da haben sie nicht so gut eingestellt. Sind auch die, was sonst so alle möglichen immer vorne mit dabei sind. Dennis Öntschürf 13, ja, das könnte auch ihn etwa passen. Jeder ist nicht immer gleich unterwegs, das ist auch klar. Aber so am ersten Blick schaut das einmal vernünftig aus von den Leuten. Da müssen wir mal lüpfen, das war nicht so gut. Ah, ich bin schon richtig gespannt, Freunde, aufs Rennen. Ah, ich bin wieder auf dem Hintergrad oben geblieben, das war ein Fehler. Wie gesagt, drauf und dann gleich wieder runter, dass ihr ein bisschen am Anfang einmal eine Bremsung habt, ein bisschen eine Verzögerung, ein bisschen mehr. Dann gleich runtergehen, sonst zieht es euch runter da beim Einlenken. Oh, war eindeutig mein Fehler. Ja, ein bisschen schnell raus. Aber wir schaffen generell nochmal eine Runde, okay. Ach so, weil wenn wir dann das Bild simulieren oder so, wenn wir rausgehen, dann geht auch die Zeit weg. Okay, dann ist das eh die letzte Runde von uns. Aber zumindest mal zweimal orange, immerhin. Aber wir holen auf Öntschü mal auf, also das. Achso, der fährt aber schon in Lab vielleicht, dann. Das ist jetzt kein guter Referenzpunkt für uns vielleicht, aber ihr wisst nicht, ob er auf einer schnellen ist oder nicht.
Aber lieber mal hier im ersten Rennen ein bisschen weiter hinten. Also wie vorne OP weg. Aber wäre vielleicht wirklich ein kleiner Test Grand Prix mal gar nicht so verkehrt gewesen. So ganz grob mal, aber egal. Ist das unser Test hier. Ich warte, bis mich hier mal einer abschießt. So, jetzt der Plan, Freunde, für alle Zuschauer, wir fahren hier das Rennen. Und Marzio will dann das... Fünfter, what? Geil. Ja, die 218.4, wir haben unsere 218.5 von vorne nochmal um eine Zehntel unterboten und sind jetzt Fünfter, sehr gut. Ja, da bin ich auch zufrieden. Also jetzt war jetzt halt die optimale Runde. Boah, das ist ja vielleicht gar nicht dann so verkehrt. Wo ist dieser Yamanaka? Vierter, ja unfassbar. Ja, geiler 12.000stel hinter Yamanaka, Freunde. Der besser geht's doch gar nicht, oder? Das ist ja unfassbar. Aber gerade mal mit so Grad und Grad die letzte Runde jetzt. Guten Morgen an alle MotoGP-Fans von der Rennstrecke in Sepang. Wir möchten Ihnen die Spannung beim großen Preis von Malaysia live nahe bringen. Dann in mach das wenigen mal. Sekunden wechseln wir zur Hauptgeraden und sehen uns den Start des Moto3-Rennens an. Na, schauen wir uns das mal an. Wechselhaft haben wir jetzt, Marzio. Dann wird einfach der Abbruch passieren wahrscheinlich, oder? In der Runde 2 oder 3, wenn wir 4 Runden fahren. Da haben wir schon unser Flag-to-Flag, obwohl Flag-to-Flag ist er nicht. Eieieiei. Wir sind an der Startposition. So, wir haben schon wieder 1938. Vielleicht am Radar gehabt, die... Zeit jetzt hier. Das Wetter ist ideal für ein Rennen. Aber werden wir mal schauen jetzt. Haben sich am Wochenende über mangelnden Grip beschwert. Um das Problem zu lösen, haben sich viele von ihnen für einen harten Hinterreifen entschieden. Daniel Ricciardo und weißen Helm, okay, das gehört noch gepatcht wahrscheinlich. Die haben mit Sicherheit keinen weißen Helm, hat sicher irgendwas mit Red Bull, also wir das nur gerade ein Bug oder sie haben noch nicht drinnen. So, jetzt haben wir gesagt, Medium brauchen wir definitiv und hinten müssen wir einfach den Harten drauf geben. Wenn nur die Harten kommen in den Garten. Ich weiß nicht, ob die Soft... Nein, da riskieren wir mal so gesehen nichts. Vollgetankt ist. Das passt. Können wir hier noch was einstellen auf die schnelle... Spielerfahrung, ne, da gibt es nichts mit der KI-Stärke. Oder kann man die Einstellung mal rausgehen und wieder rein? Ich weiß gar nicht. Ging da früher mal, oder? Aber ich glaube, jetzt passt es ja eh. Abbruch hattest du in einem. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich gespannt bin. Das, da haben wir Rennstart. Na schauen wir mal, Freunde. Algado vor Moreira und Suzuki. Alle wieder random Reifen drauf, auch Medium Soft, Medium Hard. Ja, naja. Scott Otgen haben wir da gesehen. Aber wir sind ja auf P6 wirklich gut dabei. Affinati diesmal in der Saison war auch nicht, kommt auch nicht mehr so richtig rein irgendwie. Vielleicht hat er keinen Bock mehr, ich weiß nicht. Na komm, spring mal. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es ja mal Start am Start alles mal gut geht. Marzio hat mir da mal schon einen Massensturz gezeigt. Ja, hier haben wir den weißen Helm, der passt noch nicht. Der gehört noch gepatcht, oder ist das jetzt ein Fehler? Da Nummer 6 hinten hat auch noch einen weißen Helm. Aktionskontrolle mal voll auf 5, da werden wir beim Start hier sind. So, schauen wir uns mal das Rennen an hier. Momentan geht alles, passt alles. Bremspunkte von der KI schaut auch mal vernünftig aus, am ersten Blick. Und da haben wir schon das erste Mal abgeräumt. Ja, aber das ist, ja, wissen wir. Immer kritisch am Anfang. Schauen wir nochmal ein bisschen mitschwimmen ein bisschen. Ah, da haben wir extrem verloren jetzt. Das drückt mich da so raus und die KI nicht. Und 6 auf 16, 10 Plätze verloren, passt, läuft. War wieder 4 Plätze zurückgeholt.
Fühlt sich aber mal am ersten Blick echt gut an. Einen ausgebremst hier, dann zwei KTM-Jungs vor uns. Önchi und was? Den anderen kenne ich nicht. Rueda. Es gefällt mir. Es gefällt mir, Freunde, so vom Gefühl her jetzt im Rennen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Hier mal in der Moto 3, hier auf der Strecke mal. Das wirkt runder als sonst. Ricardo Rossi hinter uns. Joe Kelsey auf 13. So, jetzt müssen wir ja aufpassen. Ah, wir hätten sollen versuchen, vielleicht innen reinzugehen oder so, oder? Wir sind auf der Geraden nicht irgendwie OP oder irgendwas. So, schauen wir mal, Windschatten. Ich bin jetzt mal in der Moto 3. So, noch ist Sonne. Schaut mal nicht nach Regen aus. Runde 2 von 4. Oh, das passt hier mit der Geschwindigkeit. Perfekt. Oh, ich jetzt mal wieder innen reingehen. Ja, wieder zu lange am Hinterrad oben blieben. Ja, da muss ich noch ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Das war wieder ein bisschen übertrieben. Aber dafür berühren wir jetzt mal innen, oder? Alle beide KTMs geschnupft hier, jawohl. Puh, leichter Wackler hier am Vorderrad. Hier mal umlegen, uiuiuiui. Ja, das ist das, gell? Das ist das, Freunde, hier. Das, da müssen wir noch ein bisschen Gefühl kriegen, generell. Da war die Berührung. So, jetzt machen wir das ein bisschen neutraler, jawohl. Jaume Massia hier. Ich hoffe, bei KTM nicht ganz glücklich geworden. Starker Pilot, aber nicht immer. So, jetzt noch einmal hier bei Leopard Racing, Jaume Massia. Und wieder zu lange oben blieben, Bernie, oder? Jawohl, perfekt. Da kommen wieder die KTM-Jungs. Aber geil, vom Feeling her gefällt mir schon sehr gut das Ganze. Das wirkt richtig gut. Ich bin überrascht. Jetzt so das Rennen ja an sich, das ist ja das. Der Kern des Spiels an und für sich einmal, das muss ja passen. Alles andere ist einmal sekundär. Das wirkt richtig gut. Das wirkt richtig gut. Mal einen zurück überholt. Können wir hier. Oh, ich wollte dich nicht berühren, sorry. Dennis. Da man raus beschleunigen hat, das. Boah, drückst dich raus. Fühlt kann die KI da schneller. Ich weiß nicht, ob das irgendwie. Steuerung her, was ist oder keine Ahnung. Okay, ich kann da schneller raus oder ganz normal raus beschleunigen. Wir haben da irgendwie Probleme mit dem, mit der Schwerkraft. Ich will da drauf auch nicht rausfahren und stehe irgendwo minus 13 Punkte auf Yamanaka oder irgendwas. Ist auch nicht so geil wahrscheinlich. Keine Ahnung, was dann ist, ob dann aus ist die Karriere oder ob man dann schlechtere Teams bekommen, aber momentan schaut es nicht gut aus für uns. Es geht eher nach hinten als auch nach vorne. Boah, ich konnte hier in der Anbremsphase nicht mehr wirklich die Richtung wechseln. Okay, also. Ah, jetzt können wir nicht nach innen gehen, leider. Aber es ist egal, die Dinge. Mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt es wirklich gut. Das war ein Fehler, ja. Erst einmal, ich glaube es selber nicht, dass ich sitzen bleibe und schon gar nicht, dass wir hier innen reingehen oder angreifen. Ja, okay, ich schaff's. Ich weiß nicht, warum sie das so ausdrücken. Die können nicht mehr Gas geben. Das Motorrad geht auch auf. Ich weiß nicht, ob das so. Was das genau ist. Boah.
Gut, der ersten Schikane ist da hinten, war natürlich auch Traktionskontrolle auf 2. Das könnte ja auch sein, dass man hier das Heck ein bisschen weggeschossen hat. Gehen wir einfach mal drauf, würde ich sagen. Anti-Willi passt. Aber dann können wir die erste Schikane hinten noch einmal testen. Sollte uns jetzt das Heck nicht mehr weggehen. Ich wollte es eigentlich nur ausschalten. Gut, wir können es ja hier ausschalten und dann dort was auf Start und Ziel dann wieder einschalten. Sorry. Boah, schön wieder gekontert, Kelso hier. Boah, mir gefällt es richtig gut, Freunde. Mir gefällt es richtig gut, das Rennen. Vielleicht ein Hauch runter den KI-Stärke nochmal 5%, dann passt es perfekt, vielleicht. Wobei P12 mit dem Jeep hier ist ja an und für sich eh okay. Nur unser Freund der Yamanaka ist irgendwie vor uns, aber gut, ist halt so, können wir nichts machen. Ich glaube, an und für sich sind wir da nicht so schlecht dabei. So, jetzt tun wir die Traktionskontrolle mal auf 5 rauf. Ah, shit. Was habe ich vergessen? Spritverbrauch. Ja, das habe ich jetzt zu spät bemerkt. Ach du Scheiße. Eieiei, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir 30 Zuschauer, na, ist das peinlich? Na, ist das bitte peinlich jetzt? Was machen wir jetzt, Freunde? Rennen neu starten oder fortsetzen? Scheiße, ich bin auf volle Power gefahren und haben den Sprit rausgeballert und ich habe vergessen, warum ist denn das standardmäßig auf 3 überhaupt? Das sollte doch, ich hab nicht drauf geschaut, mein Fehler natürlich, aber warum ist das auf 3 eingestellt? Sollte das nicht Standard auf 2 Mitte sein einfach? Ach du Schande, jetzt rollen wir aus hier. Uiuiui, ui, ui. Machen wir jetzt einen Ausfall oder machen wir einen Neustart? Was sagt ihr, Freunde? 30 Zuschauer? Eieiei, danke für die 14 Däumchen auf jeden Fall. Ich gehe mal kurz in den Fotomodus, dass wir hier mal ein bisschen so schauen können. Ah, schaut schon geil aus. Vielleicht mache ich mal gleich einen Thumbnail hier rechts. Warte mal. So, das geht gerade nicht. Warum nicht? Jetzt. Screenshot. Okay, passt. So, passt. Sorry, falls ihr kurzes schwarzes Bild hattet. So, warte, ich muss da mal rechts. Zack. Tja. Das ist die Frage, Freunde. Was sagt ihr? Ich habe es wirklich zu spät bemerkt. Wir haben keinen Sprit mehr. Sollen wir einfach ausscheiden? Sieht es automatisch aus eigentlich, oder? Während die Moto3-Fahrer ihre letzte Runde. What? Ach so, wegen die Punkte. Ja. Scheiße, jetzt verlieren wir das Duell gegen den, oder? Was jetzt ganz blöd ist, müssen wir mal neu starten. Das ist ja peinlich. Ich bin der Erste, der das nicht geschafft hat, wahrscheinlich. Egal. Minus, sehr schön, perfekt. Jetzt kommt gleich los, alle Freunde. Aber Marzia wollte ja ein Fleck-to-Fleck-Rennen mal testen. So, Grand Prix. Wo fahren wir denn? Sie fahren, glaube ich, in Mugello, oder? Sie fahren ja, glaube ich, in Mugello, haben wir gesagt, dieses Wochenende dann. So, jetzt schauen wir mal. Wechselhaft, Marzia, muss ich nehmen, oder? Ja. Jetzt. Zwungener von bewölkt bis regnerisch, oder? Muss ich wahrscheinlich nehmen. Erzwungener Wechsel, dann werden wir hier mal einstellen, gefühlt einmal auf 60. Gefühlt auf 60%, Startposition 10, boah, nö, da machen wir mal hier 5. Das schalten wir mal ein, Assistent, grafisch aktiviert, ja, passt.
Wir fahren Ducati mit unseren eigenen Piloten oder nehmen wir hier irgendwie, warte mal, nehmen wir hier irgendwie individuell, nein, das machen wir jetzt nicht. Oder nehmen wir einen offiziellen Fahrer, irgendwen. Morbidelli. Wollt ihr wen sehen? Jackass, na schauen wir mal, wie der eingestuft ist. John Mir leider nicht mehr auf, ja, Probleme auf der Honda, nicht mehr auf Suzuki. Haben wir da noch? Dann könnte man dann nehmen, so just for fun. Alex Marquez muss ja auch noch ein bisschen eingrooven auf der Ducati. Ja, natürlich. Hier Bastianini. Ja, die Yamaha ist auch mit Problemen. Jack Miller. Achso, wir sind schon wieder durch, oder? Was heißt ändern eigentlich? Achso, Moto 2 können wir auch. Ah, Moto 2 sind wir noch gar nicht gefahren. Das können wir auch noch testen. Wir fahren mal mit John Mir, oder? Sprint gibt es ja auch. Cool. Bearbeiten. So, kann man irgendwas einstellen jetzt momentan? Kann ich die Stärke einstellen? Gar nicht ganz. Also haben wir vorher, passt schon. Bernie, der Ferrari-Stratege, jo. Es grüßt Sie Christian Brugger von der Rennstrecke in Mugello. Hallo, Christian. Begeben wir uns direkt zum Startfeld, denn es bleibt nur noch wenig Zeit, bis es losgeht. Man kann die Spannung buchstäblich greifen. Der Himmel über der Strecke ist sehr bewölkt. Es heißt, dass wir Regen erwarten, also werden wir wahrscheinlich ein Flag-to-Flag-Rennen Black erleben. to Flag, das sagt er schon. Wir nehmen aber dann Medium vorne, auch wenn er sagt hart. Dadurch, wir fahren eh nicht so lang. Und was sagt er? Empfohlen. Okay, passt ja. Alles klar. Ja, ist eingestellt. Und da sind wir jetzt noch gar nicht gefahren. Das könnte lustig werden. Warte mal, zeigt er mal hier irgendwo mit den Rufzeichen an, theoretisch. Ja, so. Jetzt schauen wir natürlich gleich, dass wir hier ja nicht den Fehler vom ersten Rennen gerade machen. Aber dass der komplett auf 3 geblieben ist im Rennen. Normal startet er auf 2. Naja. So, Freunde. Los geht's. Flag to Flag. Schauen wir mal. Und wir schauen gleich einmal nur die Startgerade runter auf 3 und dann werden wir auf 2 beim Benzingemisch gehen. Die Fahrer befinden sich. Schauen wir mal, wer wie stark ist. Und Jack Miller schon mal auf der 2 hier. Becker vorne. Dann die Ducati ist da. Marini, Larini. Na, wie heißt er? Na, Bauer ist wieder auf 3, ist jetzt hier. Rollspielrennen geht los. Das kann nicht lustig werden in der ersten Kurve. Oh! Wir haben mal hier einen Schlenker hinten. Oh, Alter, was ist denn da los mit dem... Ich habe gar nicht hinten gebremst. Wo ist denn das Motorrad so unruhig? Gibt sicher einen Setup-Trick oder irgendwas, hä? Müssen wir mal... Hä? Habe ich es einer berührt oder warum bin ich jetzt umgefallen? Ich bin einfach übers Vorderrad gerutscht, okay. Davor mit der Ducati in die Race wäre besser unterwegs gewesen. Da los, was ist da los, was ist da los, was ist da los? Ich will einmal ganz, ganz langsam durch die Kurve fahren. Oh, da haben wir drin. Was ist da los? Wieso? Wieso ist das so unruhig? Das gibt's doch nicht. Vielleicht müssen wir da die moderate Bremse, Lenkung einschalten oder so, keine Ahnung, vielleicht ist das auch nicht mehr so aggressiv. Es geht einmal ums Fleck-to-Fleck, was passiert. Fahren wir mal hinten her. Ja, da geht es uns fast wie John Mir selber, oder? Probleme mit der Honda. Also mit der Ducati haben wir dann ihre erst nicht so Probleme gehabt. Aber ein bisschen streckenspezifisch, ein bisschen wahrscheinlich. Ah, jetzt geht's schon wieder, schau. Ja, bis da die Feinheiten dann finde. Jetzt geht's auf einmal. Einigermaßen.
Boah, da biegt er ab. Boah, und schon wieder. Was ist denn da los? Das gibt's doch nicht. Ich probiere eh relativ rund hier. Boah, da muss ich noch reinkommen. Da muss ich noch reinkommen, Freunde. Schaut euch das an. Schatz, ich bremse einfach nur. Ich bremse einfach nur. Aber ich versuche zumindest. Das so krass habe ich das auch noch nie gehabt auf der Bremse. Hier, da muss ich noch irgendeinen Kniff geben oder was. Aber was waren das letztens? Elektrische Bremse vielleicht nochmal raus oder was, oder? Dass das vielleicht irgendwie reinfuscht. Ich gebe die mal auf 1 runter, die elektrische Bremse. Also die Motorbremse, keine Ahnung, jetzt wird das ein bisschen stabiler durch das Auto, das Moped. Das Auto ist auch gut. Ich habe das letztes voriges Jahr, das Silvester, glaube ich, gesagt, oder? Ein Abo, was? Für die 4K, what? Ah, schaut, jetzt ist es ein bisschen stabiler beim Anbremsen, bilde ich mir ein zumindest. Aber wir wollen jetzt ja nur mal wissen, wie das mit dem Flag-to-Flag ist. Deswegen fahren wir jetzt mal ein bisschen. Ah, und wir kommen hier. Oje! Okay, ich nehme es zurück. Das war doch nicht die E-Bremse. Oder die Motorbremse. Da muss man beim Umlegen einfach auch aufpassen beim Bremsen. Ah, da müssen wir noch schauen. Oder liegt das an der Hand, dass die so scheiße liegt? Ich weiß nicht. Aber wir haben, das hat sich auch auf der Ducati ein bisschen gezaubert. Ich sehe schon erste Tropfen. Bin mal gespannt, wie das umgesetzt ist hier, Flag to Flag. Ich verstehe, was ist da los im Moped? Ich weiß, ob es ruhiger ist, wenn wir dieses den Lenkradassistenten auf moderat stellen. Vielleicht korrigiert er da ein bisschen nach diesbezüglich. Bei Bremsen selber will ich ja nicht. Das Bremsen kann es ja nicht sein, weil dann bremst er ja für uns, oder? Das will ich ja gar nicht. Es gibt schon die eine oder andere Ecke. Schatz, jetzt kommt das Heck immer komplett drauf. Wir müssen schauen, ob wir da beim Setup vielleicht mit dem Ingenieur, wenn wir da reden. Oder vielleicht irgendwas machen können, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Momentan tue ich mir da noch ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, wir testen jetzt mal Flag to Flag, was da abgeht. Position jetzt mal sekundär. Da muss ich noch ein bisschen reinkommen hier. Der MotoGP und überhaupt in der Steuerung. Ich fahre so wie immer eigentlich, schon seit 15 Jahren, aber... Ne, da will er uns nicht her. Ich glaube, wir müssen einfach versuchen, dass wir irgendwie gerade anbremsen. Irgendwie was schräg und umlegen, das mag er gar nicht. Okay, wir müssen reinfahren anscheinend. Haben wir schon Autopilot oder bremsen wir? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier umspringen. Schaut ja schon mal geil aus. Die fahren schon wieder raus, okay. Das ist ja nice. Dün, 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 dün. So. Einmal geparkt, boah, und drüber gesprungen. Und let's go. Autopilot, okay, ja, okay, von mir aus, dass nicht so ein Chaos ist. Also ist. Bei mir geht's, Marzio, anscheinend. Jetzt Regenreifen drauf, ja, passt. Perfekt. Funktioniert. Hä, wie ist das jetzt vom Gas gegangen? Okay, das ist ein anderes Ding, aber. Funktioniert, Marzio, funktioniert, funktioniert. Ich bin so vorsichtig mit der Bremse und trotzdem... Keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn es funktioniert, macht es richtig Spaß. Sind wir jetzt mal hinten dran am Feld.
Ja, Flag to Flag macht auch Spaß. Und grundsätzlich. Das ist, du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Ja, man muss vorne und hinten extra bremsen. Das ist seit dem vorigen Jahr. Haben die das nicht mehr drin, die gekoppelte Bremse? Ich probiere es gerade dauernd mit und ohne. Jetzt bremse ich wieder mit. Mit dem Hinterrad, dann rutscht er aber hinten wieder weg. Lustigerweise, wenn wir beim Superbike was gebracht haben, kannst du nämlich, ist die Option nämlich drin. Jetzt bin ich über das Vorderrad gerutscht, oder? Da kannst du nämlich die Option einstellen. Beim Superbike-Spiel, das herausgekommen ist vor kurzem, also vor einem halben Jahr, glaube ich. Eh von Milestone auch, aber hier, ich habe zumindest nicht gefunden, die gekoppelte Bremse. Ich glaube, die haben es noch immer nicht drin. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen am Setup. Müssen wir dann nochmal schauen. Flag to Flag funktioniert einmal auf jeden Fall. Das ist die Frage, ob man gleich wieder rausgeht, ob man doch uns das Alien noch anschauen. Bis ins Ziel. Jetzt, die Bremse large, hebt es hinten so ab. Vielleicht muss ich irgendwas auf moderat stellen bei den Hilfen, weil ich noch zu doof bin vielleicht, jetzt in der Anfangsphase. Vielleicht muss ich auch ein bisschen vorsichtiger bremsen einfach, ich weiß es nicht. Aber wir haben anscheinend dieselben Probleme als Johann wir selber. Gut, jetzt war ich jetzt unbedingt letzter vielleicht, aber erster ist er auch nicht. Weil hier die gerade Runde ist immer geil, oder? Da liegt einer, da liegen zwei, da liegen drei. Da gab es einen Sturz. Fernandes, Augusto Fernandes und Jorge Martin. So, hier vorsichtig bremsen, dann geht's. Ich darf nicht voll in die Eisen gehen. Muss einfach nur ein bisschen... Vorsichtiger! Oh, da rutscht schon wieder das Vorderrad, das gibt's ja nicht. Shit! Naja, ein bisschen noch mehr aufpassen, beim Regen auch vielleicht. Es ist trotzdem vom Gefühl her, finde ich's gut. Wenn wir da noch alles finden mit der KI-Schwierigkeit und. Das mit dem Bremsen hier, ein bisschen vorsichtiger vielleicht einfach nur. Oder ist es eine Einstellung? Jetzt zieht man hinten wieder das Rad weg. Warum auch immer. So random auf einmal. Es fängt an zu schlingern und du kannst nichts machen. Ich weiß aber nicht warum. Wir brauchen irgendwas, was Stabilität bringt. Beim Anbremsen und in der Kurve. Vielleicht weicher stellen irgendwie, ich weiß es nicht. Boah. Ist nicht ganz so krass wie beim, wo waren das so krass, beim 21er. Aber man hört sich das an. Man kann nicht so leicht übers Vorderrad rutschen, aber es geht noch anscheinend, vor allem im Rennen. Im Regen? Im Rennen. Aber zumindest wir wissen, Flag to Flag funktioniert mal. Okay. Ich glaube, Regen. Mag ich wieder nicht dieses Mal. Das ist auch schade.
Nur die Gerade macht. Zumindest die Gerade macht hier Spaß. Irgendwie holen wir da schon wieder auf. Das irritiert mich ein bisschen. Sind wir ja noch immer OP auf der Geraden, so wie immer. Da, wenn du einmal dann Schlendrian reinbringst, bringst du den fast nicht mehr auf. Jetzt soll ich ihn müssen komplett aufstellen. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Freunde. Da müssen wir mal schauen, ob das irgendwie eine Option ist, die wir umstellen müssen. Oder whatever. Wenn ich auf Einzelspieler gehe, kann ich nur die Karriere neu starten und ich muss aber im Startmenü auf Karriere fortsetzen. Da müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr aufpassen. Jetzt auf Einzelspieler umgeht's. Da steht's hier. Steht nur neue Karriere. Ich kann gar nicht die normale weiter tun. Tutorial und Akademie. Vielleicht würde uns das helfen, ha? Ich weiß nicht. Ich werde mir das mal offscreen anschauen. Ich will euch das jetzt nicht antun. Ich würde sagen, wir schauen mal hier weiter. Gehen aber da mal. Wie viel gehen wir da zurück? Lass mich kurz überlegen. Gehen wir mal auf, weiß ich nicht, 62. Wechselhaft. Gut, in der Moto 3 haben wir sonst eh kein Problem an und für sich. Was haben wir da für eine Nachricht bekommen? Ich würde sagen, das machen wir jetzt noch. Den Rest machen wir dann später weiter, oder? Ich weiß gar nicht. Schauen wir mal, 24 Zuschauer. Achso, warte mal. Wir haben ein paar Mal berührt, aber so sind die Rennen normal. Ich werde mich bestimmt nicht öffentlich beschweren. Ja, das hoffe ich auch. Ja, mein AK, wir sind bei den letzten Rennen. Achso, das war das, habe ich schon. Achso, da ich muss jetzt antworten. Das ist das Gespräch von vorher gewesen. Es tut mir leid, dass ich dich angefahren habe. Ich habe es nicht absichtlich getan. Ich habe es nicht absichtlich gemacht. Du warst in der Mitte und es war kein Platz. Oh, hat sich nichts verändert, oder? Es war nicht Absicht. Da oben können wir gar nicht weiter tun. Fahrer und Team? Fahrerlager? Bike-Entwicklung, okay. Weiß nicht, ob man, wenn wir mit der Motor GP dann sind, ob wir da ein Motor 2 und Motor 3 Team managen können, oder haben sie das komplett rausgenommen? Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Das lassen wir mal so, das werden wir dann mit der MotoGP noch einmal testen. Aber ich glaube, das war jetzt mehr. Oh ja, da werden wir das mit der Stabilität noch einmal testen, beziehungsweise auch unter den verschiedenen Motorrädern dann anschauen. Da gibt es sicher einen Trick. Endergebnis. Ah, Marzi hat recht, es sind drei Rennen. Null Punkte, ja. Dafür müssen wir jetzt mit den letzten zwei richtig einen raushauen, aber ja, meine Acker werden wir schwer erwischen, glaube ich. Alles komplett trocken. Aber wisst ihr was? Das Training müssen wir ja gar nicht fahren. Das heißt, wir gehen ja gleich ins Qualifying rein, weil dann sparen wir uns das Ganze. Sonst müssen wir nämlich drei Sessions fahren, wenn wir es nämlich nicht in Q1 schaffen, aber in Q1 dann ins Q2 schaffen würden. Ihr wisst, was ich meine. Dann müssen wir ja dreimal fahren. Also ist eigentlich egal, weil wir mit Training haben wir es immer früher nur gefahren, weil wir immer da Punkte oder was gemacht haben. Keine Ahnung, ob das jetzt auch noch dann. Aber jetzt aktuell mal nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nur ins Quali rein. Finde ich auch gut, dass hier Losal sagen, es ist nur Sonne. Es ist ja mehr oder weniger in der Wüste. So viel regnet es ja nicht. Finde ich gut. Finde ich gut, dass das so mal passt. Zumindest jetzt hier. Willkommen in Katar. Ja, willkommen in Katar. Jetzt will ich gleich einmal schauen beim Ingenieur, ob man der da helfen kann. Leitfaden, Bremsen, Rutschen des Hinterrades, genau, Stoppi,
Ja, beides eigentlich, oder? Coach des Hinterrades, das ist ein generelles Problem. Die Verlagerung des Gewichts auf das Heck bedeutet, dass du besser in die Kurven kommst, Motorrad beim Bremsen stabiler ist und weniger rutscht. Das klingt geil. Das machen wir. Das Ganze aber jetzt in Qualifying umbauen ist vielleicht gar nicht einmal jetzt. Ja, das wäre das Training wahrscheinlich geil gewesen. So, mehr machen wir jetzt gar nicht. Wir schauen nochmal, was es noch gibt. Kurveneingang. Aufhalten. Schnelle Schräglage. Präzision. Untersteuer. Aufhalten. Kurvenausgang. Alles das gleiche immer. Gas geben. Stabilität. Wenig Traktion. Flattern. Flattern, ja. Ja. Ah, ich bin mir nicht sicher. Sicher, so weiter. Jetzt schauen wir mal kurz. Manuelles Setup, Reifenwechsel. Empfohlen Medium, ja, da bleiben wir wieder dabei. Und hinten knallen wir den Soft wieder rein, das wird ja hier auch passen, nehme ich mal an. Wir werden das mal speichern. Nochmal so, just for fun. Das mit anbremsen. Boah. Erst einmal hier rein. Sollen wir die Bremslinie einschalten? Nee, oder? Nee, strecke ich mal, ja. Michael, grüß dich. Ja, ist schon empfehlenswert. Würde ich mal sagen. Natürlich als kompletter Neueinsteiger könnte schwierig sein. Aber grundsätzlich finde ich schon cool, natürlich. Es wirkt wieder stabiler als im Vorjahr. Doch, muss ich sagen. Also, das schon einige Verbesserungen. Die hier wirklich spürbar sind. Natürlich haben wir dann natürlich Luft nach oben. Aber es scheint wirklich ganz solide zu sein. Das war das Flatterband anbremsen, jetzt kommt man es wenigstens abfangen. Ich weiß nicht, wo das genau kommt, ob ich da zu wild war oder. Na, mal schauen. Ah, ich hab das Falsche. So, eine Runde geht noch, würde ich sagen. Also, wir sind so OP jetzt vorne. Rot, rot, orange, ja. Dritter, ach du meine Güte. Ich bin ein bisschen zu direkt reingegangen.
Kirby ist immer schlecht, da verliert man immer einen Speed. Ah, Grau, Sektor 1. Schwierig, nur 11 da. Der Strecke sind sie ja schon noch ein Ticken schneller, wie es ausschaut, keine Ahnung. Aber haben wir eh ein bisschen zurückgesteckt mit der KI-Stärke. Eieiei, Freunde. Die Regie zeigt. Sie haben noch Zeit. Zwei. Oh, das ist wahrscheinlich schon zu spät. Der Fahrer begibt sich. Da, geil, 2-1 und das war's. Das ist das ja. Ende des ersten Qualifiers. Geil, ja, wenn wir verumbaut haben, deswegen haben wir nur einen Run gehabt. Die Zeiten und Namen der vier Fahrer. Jetzt wird schwierig. Jetzt wird schwierig. Grüße an alle von der. Es war ein langes Wochenende, aber wir haben endlich den Augenblick erreicht, auf den alle gewartet haben. Nur noch wenige Minuten, okay, dann beginnt das Rennen. Die Sonne ist über der Wüste von Katar untergegangen und der auf die Strecke gewählt. Ivan Ortola vor Holgado und Moreira. Ja, Moreira. Holgado, wenn wir da immer wieder vorne dabei sein, glaube ich. Massia hier auf 4, immerhin, jawohl. Und keine Probleme in den Kurven 2 und 6 zu bekommen. Es ist alles bereit für den Grand Prix von Katar. Ja, jetzt haben wir wieder Power auf 3. Jetzt müssen wir uns aber merken, dass wir. Okay, zurückgehen jetzt nach dem Start. So, können wir jetzt hier ein bisschen was gut machen? Ja, es hält sich in Grenzen, es ist nicht mehr ganz so dramatisch. Dass man hier komplett an allen vorbeischießt. Ja, die Kollege von uns, das ist aber nicht der Manaka. Ah, Renngefühl ist richtig geil, Freunde. Renngefühl ist hier richtig geil, muss ich sagen. So, erst ein Druck. Gehe ich nach innen, ich horst. Fellon hier, unser Teamkollege. Hat auch noch keinen original richtigen Helm anscheinend, noch einen weißen drauf. Da fehlt es noch bei den einen oder anderen. Berührung, kein Sturz, sehr gut, haben wir gerade gesehen. Dürfen jetzt auch nicht zu wild herumfahren. Aber grundsätzlich, das ist auch Gott sei Dank nicht, dass uns einer komplett abschießt, mal aktuell, und es dann rausgeht. Boah, da hab ich recht gehabt mit der KI-Schwierigkeit, glaube ich. Ich glaube, da kann ich die Karriere noch einmal starten. Aber es ist trotzdem ein sehr gutes Gefühl. Bin ich.
So, Power 3 mal auf der geraden runter, würde ich sagen. Ja, dann eh von unserem Teamkollegen, das passt doch, oder? Eigentlich passt ja die Schwierigkeit. Eigentlich passt ja nur gegen den Typen da haben wir keine Chance. Gegen Hermann Acker anscheinend. Da bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt ein Angebot bekommen. Aber wir sind realistisch unterwegs, muss ich sagen. Genau da hinter unserem Teamkollegen, das passt doch perfekt, oder? Eigentlich von der Stärke. Er ist der schnellste natürlich, aber so grundsätzlich finde ich es mal okay. Okay, es geht doch noch, dass uns die Leute abschießen hier. Zu früh gefreut, haben wir gesehen, der hat da voll reingestochen, das war nix. Das war nix. Da müssen wir vorher zumachen, aber ob er trotzdem bei uns abschießen, nein, geht. Aber wir kommen nicht, gar nicht mit hier mit Fellon anscheinend. Wir verlieren also gar ein bisschen, gut, müssen jetzt über die Spitze reinfahren. Ist der Blind nicht erwischt. Zu stark die KI, glaube ich, für mich. Nummer 20 auf der Nummer 20, what? Hallo Headbanger. Wie gesagt, noch einmal, später am Abend gibt es noch einmal einen Stream von mir. Ja, das war nicht ganz optimal. Da macht er einen Fahrfehler auch hier, Alonso, sehr gut. Finde ich auch cool. Nicht wie alle auf der Perlschnur aufgeschnürt. Ne, der eine oder andere. Macht doch mal einen Fehler, habe ich schon gesehen. Ah, geil. Hab wieder vergessen zurückzudrehen, ich Depp. Gut, da bleiben wir jetzt gerade auf 2 und dann gehen wir auf 1 zurück. Haben wir da gesehen, hat aber nicht wirklich was gebracht, glaube ich. Ah, vielleicht gibt es doch Windschatten. Cool.
Ah, so weit weg sind wir aber nicht von Fellon. Also, Großen und Ganzen. Aber ah, wir tun uns schwer. Auf der Geraden kommen wir noch einen dicken ran wieder. Diesmal ein sauberes Überlebenlöber. Na, da hat uns... Boah, was verlieren wir da? Das gibt's ja nicht. Einer Wackler und... Ja, 0 Punkte ist im Prinzip eh fast wieder Ausfall vorher. In den letzten Rennen, na gut, wohl eher gut, ganz runterschrauben ist Auffahrt. Aber ich werde auf jeden Fall ein bisschen runtergehen. Ah, da stürzt man doch, wenn man da so behindert kurz nur leicht berührt wird. Oh. Achso, das meinst du, Headbanger, alles klar. Letzter, geil. Eieiei, Freunde. Eine Runde noch. Ist die Frage, ob wir dann noch das letzte Rennen fahren und schauen, wo es dann hingeht. Komm, wir schauen mal zumindest, dass wir nicht letzter werden unbedingt. Ah, vorher hat der Fehler hier, wo es uns raus tragen hat, bis zum Wackeln begonnen hat. Da, das war das Problem, dass uns hier die letzten 7 hier überholt haben. Aber spielt auch keine Rolle jetzt im Endeffekt. Auch wenn wir zu langsam sind, macht es hier wirklich Spaß, das Rennen fahren. Im Großen und Ganzen, auch wenn wir uns leider auch ein, zweimal abgeschossen haben. Und wir sind zum Romano Finati sogar letzter, okay, krass. Krass. Naja, immerhin. Das war wieder nix. Eieieiei, Ausfall und ein zweites Mal vorletzter. Das ist ja ein... Tja, die Amanaka fährt die schnellste Runde, ja, ist klar. Das ist jetzt schon ein Desaster für uns. Ja, aufsteigender Stern sind wir nicht.
Vielleicht müssen wir dann noch einmal starten. Schalter. Weißer Helm, was ist jetzt? Da haben sie einen und hat nicht einmal einen normalen Helm, das ist ja auch geil. So ist die Frage, machen wir das Finale? Schauen wir uns noch irgendwie kurz vielleicht ein Moto2 an oder so und fahren wir das dann im Abendstream. Ich weiß noch nicht. Achso, die Saison ist vorbei. Sag ich, das sind nur zwei Rennen. Mal jetzt der Saison. Wobei, jetzt kommt nach Valencia, oder? Verstehe ich nicht. Was bringt mir das eigentlich, wenn ich da antworte? Das wollte ich gar nicht. Shit. Tja, wir müssen da mal runter. Stufen, es hilft nichts. Achso, das ist die Frage. Motegi, nein, Hedwinger, das ist nicht Motegi. Jetzt sind wir in Valencia. Von der Ricardo Tormo Rennstrecke in Valencia. Alles ist bereit für das erste Qualifying der Mot. Ne, wisst ihr was, Freunde? Machen wir das anders. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt noch kurz ein Moto2-Rennen. Oder sollen wir einfach mal Zeitfahren machen? Ich weiß nicht. Ach, gehen wir gleich rein. Alle die Moto2, würde ich sagen. Das sind wir eh noch nicht gefahren. Lukas Dulovic. Nehmen wir den mal als Testfahrer hier. Was nehmen wir für eine Strecke? Ach gut, wir fahren jetzt in Valencia. Da können wir gleich ein bisschen üben. Aber da wird das Rennen ja abgebrochen, also das macht ja auch keinen Sinn. Machen wir mal wolkenlos. Rennen. Achso, das war hier noch gar nicht. Jetzt kurz zum Abschluss von diesem Stream, liebe Freunde, am Abend, wie gesagt, schaut da zwischen 22 Uhr und 23 Uhr mal rein, da starte ich dann noch einmal rein, da werden wir bis 2 Uhr in der Früh 4 fahren wahrscheinlich, die Karriere ein bisschen weiterfahren, werde dann müssen wir noch mal neu starten oder keine Ahnung, wie das dann abgeht, nachdem wir die ersten zwei Rennen komplett versemmelt haben. Nehmen uns mit zum Startfeld, wo die Fahrer und Techniker die letzten Details besprechen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Himmel ist klar, aber die Temperaturen sind niedrig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die Moto2 fährt. Das ist so kalt rein, ist natürlich auch crazy. Es überrascht nicht, dass die meisten Teams weiche Reifen gewählt haben. Zweimal weich, okay, passt, perfekt, ja, passt. Alle Fahrer sind in Position. So, jetzt wird's lustig. Wird die grüne Flagge geschwenkt. So, wo stehen wir eigentlich? Jetzt habe ich nicht geschaut, welche Position wir starten. Ach, die Schande. Hoffentlich sind wir nicht ganz hinten. Liken, Leute. Ja, danke. 15 Likes haben wir schon. Ah, 5. wieder. Perfekt. Danke, Headbanger. Ja, ein Like wäre cool. Für den ersten Part. MotoGP 23. Ah, cooler Sound trotzdem. Da muss ich mal so langsam. Auf der Geraden. Kommen wir so langsam vor. Was ist los?
Wiese. Ja, das war klar. Obwohl ich schräg lang in der Wiese, das geht nicht. Danke, zweimal angeschubst geworden. Jetzt sind wir schon auf 50%, das glaube ich ja gar nicht. Gut, das ist die erste Runde, Moto 2 und die Strecke. Ah, geht auch los in der Moto 2, perfekt, mit unruhigen Anbremsen. Eieiei, wenn sich das durchzieht, ohne dass wir da eine Lösung finden, dann. Dann könnte es kritisch werden. Auto-Headfänger. Das hat so fertig gelesen. Ich hab ein bisschen ganz runter mit der KI-Schwierigkeit, oder? Das gibt's doch gar nicht. Blaue und rote Marken an der Strecke? Ah, das rote sind die Sektoren. Wo die Zwischenzeit dann gemessen wird. Also das blaue meinst du? Das ist, blau ist einmal der Scheitelpunkt. Und rot ist immer, wo ich bremsen muss. Weil ich nur die. Ja, es ist nicht die Bremslinie, es sind nur die Bremstafel, die ich mir hier aufgestellt habe. Weil ich keine Linie auf der Strecke will. Freunde, das gibt's doch nicht, oder? Stimmt da die KI-Schwierigkeit einfach nicht? Oder hat sich die gar nicht geändert? Ich verstehe es nicht. Okay, wo war das jetzt mit der Stärke? Warum kann ich das? Habe ich das verpasst? Guten Morgen aus Valencia. Ich hab's verpasst, perfekt. Diese Bilder erreichen uns live vom Startfeld. Wo war das jetzt? Warum habe ich das jetzt übersehen? Komm. Einstellung. Neuen Grand Prix, hier, oder? Auf die Strecke und jetzt, oder was? Nee. Bin ich jetzt doof? Rennoption. Da, alter Schwede. Mir ist es egal, ich gehe mal auf 40. Ich werde gestern runter auf 20, oder? Unfassbar. Ja, besser als ideal in Headbanger, stimmt. Guten Morgen aus Valencia. Stimmt. Wir wechseln mit der Live-Übertragung zur Startposition, wo schon alles alle Fahrten. So, übrigens nochmal. Danke, habe ich. Die fahren immer da raus aus der Kurve, das gibt's doch nicht. Wir müssen in die Strecke auf der Bild reinkommen. Gehen sie da schnell? Warum sind sie so schnell? Das gibt's ja nicht. Ich kann noch rausfinden, ob es an der Motor du liegt oder an der Strecke hier. Schaut schon mal ein bisschen besser aus, aber für 30% sind sie noch immer schnell unterwegs, finde ich. Thank you.
Ja, der hat uns hinten berührt, glaube ich, deswegen sind wir da ein bisschen ins Trudeln geraten, leider. Das ist halt so. Ah, die KI fährt uns noch immer hinten rein, statt sie überholt. Auch lustig. Aber ich glaube, wenn alles eingestellt ist, könnte das auch in der Moto 2 echt Spaß machen. Gebremst. Okay. Ja, das schaut doch okay aus, oder? Jetzt wird die Anfangsphase mal so gefühlt, jetzt sind wir jetzt hier. Pechstärke her. Jungs. Oder geht's auch wieder nach hinten? Selben Fehler her, leider, aber nicht ganz so krass viel passiert. Platz verloren. Na, der Bremspunkt stimmt nicht, da muss man so. Gleich wenn man nach dem einen Knick links rauskommt, wir bremsen, so wie ich es jetzt immer. Da dürft ihr euch nicht auf den Bremspunkt verlassen da vorne. Danke, da uns hat er die Leichte mitgegeben, der Kollege Ramirez. Aber ich glaube, das kann auch Spaß machen, Moto 2, wenn alles eingestellt ist. Grundsätzlich mal. Oh, jetzt haben wir 30%, 120 könnte man einstellen, keine Stärke, also das ist ja wirklich. Also das kann nicht stimmen. Ist er hin so schnell raus da aus der Ecke? Das gibt's doch nicht. Was hat der da für einen Boost? Ah, da wäre unsere Stärke, dass wir wieder zurück überholen könnten, vielleicht. Ah, trotzdem so 30% würde ich sagen, ist er mal. Das haben wir auch bei der Karriere am Peil. Im Notfall starten wir dann noch einmal neu am Abend. Hätte mir nicht gedacht, dass das so krass ist, aber ja, gut, willst du so scharf einstellen, kann man nichts machen. Nächste Woche am 13. Freund gibt es auch Formel 1 bei mir, das neue Formel 1 23, wenn das jemand interessiert, da werden wir uns auch alles Mögliche anschauen. Die fahren alle raus, die haben alle für eine bessere Beschleunigung raus hier, das gibt's doch nicht. Da werden wir uns den Story-Modus anschauen, Breaking Point 2. Plus die MyTeam-Karriere, da ist noch eine kleine Randinfo, wer dabei sein will, ab 13. glaube ich. Mal schauen, wann ich dann erst den Stream nachher, schaut einfach vorbei bei mir. Ah, es war ein bisschen zu unruhig das Ganze.
Was ich jetzt hier nicht mag, ist, dass die KI oft so gut rausbeschleunigt und wir nicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir die Aktionskontrolle irgendwie noch auf 5 haben. Ich weiß nicht. Vielleicht können wir die ein bisschen rausgeben. Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen mehr Power aus der Ecke raus. Sicher, ob es das ist. Schaut mal, wie die alle da wieder rausfetzen. Das gibt's doch nicht. Mit einer mit einem weißen Helm. Die haben wir mit alle finalen Helme, glaube ich, drin. Wie können wir hier mit alle zurück überholen? Immerhin. Ja, vielleicht ist das so gewollt. Ich weiß nicht. Bitte nicht unterdrücken, danke. Wir rutschen leicht hinten, aber... Boah, Vorderrad ist ja brutalst runter schon. Ach du meine Güte. Nicht mehr vorhanden. Da hätte man müssen was Härteres nehmen. Deswegen schwimmen wir schon ein bisschen. Links auf der Flanke null Grip mehr und kein Gummi mehr. Deswegen kann auch sein, dass wir hier übers Vorderrad natürlich wegrutschen, wenn wir da volle Schräglage haben links. Das darf uns dann nicht wundern hier, Freunde. Das darf uns hier nicht wundern. Jetzt darf man hier nicht zu extrem reingehen. Ja, und 30% werden wir uns mal orientieren aktuell. Bis zum nächsten Patch oder so. Das sollte passen. Boah, jetzt muss man aufpassen. Jetzt müssen wir wirklich vorsichtig fahren, wenn wir kein Gummi mehr vorne drauf haben. Fährt jetzt einfach hinten rein, der Kollege, ja, wo soll jetzt auch winken? Der, was hinten drauf fährt, der ist immer schuld. Da fahren wir schon zum Schwimmen an, ja, das ist natürlich... Oh, dann bricht uns... Kommt ja eine Runde, schaffen wir jetzt auch noch, Freunde, oder? Ja, eine Runde, nochmal 11 Zuschauer, ja, sind schon alle weg, wir waren... Ah, das ist der Reifen jetzt, das ist der Reifen, das ist der Reifen. Jetzt geht's nach hinten. Mal schauen, ob wir noch hier virtuell noch einen Punkt retten können, vielleicht irgendwie. Unser 13. Platz wieder zurückgeholt fast, oder? Oh, wir bleiben sitzen. Ah, Motor 2 macht einmal grundsätzlich Spaß. Da müssen wir auch früher bremsen, haben wir jetzt mittlerweile festgestellt, oder? Ja, das haben wir auch die Kurve ein bisschen besser bekommen. Ja, vielleicht müssen wir haben wir das nicht beim letzten Mal auch gemacht, denn... zurück, sonst sind wir letzter. Den Reifenverbrauch doch ausschalten. Nein, ich brauche nur härtere Reifen, Freunde, dann passt das schon. Dann passt das schon. Ding, ding. Joi. Also die Power auf 3 ist vielleicht auch nicht so schlau. Der Baldos. Hier der Ecke, wenn man nicht so aufpassen, da kann es sein, dass die KI reinsticht, so 14er, kann man schaffen, auch 2 Punkte, 3. Für das eine Sonderrennen hier. Also macht gut raus, beschleunigt, schaffen wir das noch? Jawoll, 13er, perfekt. Okay.
passt. Die Moto2-Fahrer ihre letzte Runde bewältigen. Also aktuell, oh, Aaron Kané, wollte ich sagen, wissen der? Zweiter, ja, sehr gut. Werfen. Dixon, Kané, Lopez, Abolino. Abolino auf der Pole gewesen, er ist nur Vierter geworden, okay. Philipp Salac, Manuel González, Fermin Aldeger und Albert Arenas. Die ersten 9 und 10. Pedro Acosta auf der KTM. Oh, schade. Und Arenas natürlich auch auf der KTM. Oh, Acosta sollte eigentlich vorne mitfahren. Also, weiß nicht, ob das jetzt nur hier war oder ob der jetzt nicht so gut eingestuft ist. Ja, schade. Der wäre für mich fast ein bisschen Titelkandidat, aber werden wir natürlich dann weiter beobachten. So, Freunde. Hallo, Martin. Ich würde sagen, jetzt lassen wir es mal fürs Erste. Sind immer 9 Zuschauer. An der Spitze hatten wir 30. Die meisten sind schon wieder weg. Wir werden dann am Abend weitermachen. Schaut mal zwischen 22 Uhr und 23 Uhr rein. Da werde ich irgendwo mal wieder reinstarten. Ich sage mal bis allerspätestens 23 Uhr. Da werden wir weiterfahren. Die Karriere, mal das letzte Rennen auch. Mal schauen, ob man dann weiterkommen dort oder nicht mit den zwei ersten sehr schlechten Ergebnissen, ob man da überhaupt irgendwelche Angebote bekommen oder wie das ausschaut. Ob man in der Karriere weiterkommen oder ob man neu starten müssen, ich weiß es nicht, wenn wir es davon kacken. Wir haben es wirklich zu schwer eingestellt. Also ich würde mal empfehlen, maximal auf 30% die KI. Oder wie viel habe ich eingestellt? Moment. Sehen wir das hier irgendwo? Ich habe 40 eingestellt. Ah, 40, sorry. Was rede ich mal von 30? 40 habe ich eingestellt, gerade aktuell. Mhm. Ja, mal schauen, wie das bei den anderen Strecken ist. Aber ich schätze mal, so zwischen 35 und 40 kann man sich bewegen. Soll es da keine extremen Ausreißer bei der KI sonst geben. Ja gut, okay. War mal ein erster Eindruck. Hat mir gefallen. Mit dem werde ich mir auch noch ein bisschen spielen. Vielleicht schaffen wir da in der MotoGP, wenn wir da irgendwas machen, dass wir da ein bisschen stabiler werden. Ich habe es ja an. Da steht, das Motorrad ist beim Bremsen stabiler. Vielleicht ist das auch ein Bug und es ist verkehrt. Vielleicht ist das an. Das könnte man auch noch probieren. Mein Gefühl ist es aus. Eigentlich, das Motorrad ist nicht stabil, in der MotoGP zumindest. Naja, kann man ja testen, am Abend vielleicht. Gut, hier mit Lukas Dulovic würde ich sagen, steigen wir hier aus. Mit dem ersten, allerersten Stream MotoGP 23. Ich habe mal einen sehr guten Eindruck bekommen, muss ich sagen. Gefällt mir mal sehr gut. Das ist ausbaufähig. Bin mal gespannt. Jetzt haben wir die Karriere noch nicht ganz gesehen, was da kommt. Ob wir jetzt da ein Team managen können oder nicht auch. Oder wenn wir jetzt zumindest unser eigenes Team, das können wir ja noch immer auch basteln. Ob wir da einen Fahrer einstellen können, das wäre geil. Oder ob wir da wieder alleine im Team sind. Das werden wir vielleicht heute am Abend noch wissen, wenn wir dann weiterkommen. Die Frage ist nur, ich habe da bei anderen gesehen, man kann vielleicht sogar in die MotoGP gleich wechseln nach dem Test, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das geht. Das will ich aber nicht. Ich will vielleicht, gibt es eine kurze Saison zumindest in der Moto3 fahren und dann in die Moto2. Wir können inzwischen eher ein paar Rennen immer mal fahren in der MotoGP und der Moto2. Aber in der Karriere will ich schon mal Moto3 fahren. Sicher fahren wir die ersten zwei Rennen da jetzt nur. Aber da will ich schon noch eine kurze Saison zumindest Minimum fahren, wenn das geht, vom Kalender her. Und dann in die Moto2 und dann in die Moto3, in die MotoGP aufsteigen. Na gut, 17 Likes haben wir, danke. Vielleicht schaffen wir noch die 20, wäre cool. Und ich kann nur sagen, schaut gerne später nochmal vorbei. Spätestens 23 Uhr bin ich nochmal am Start. Und dann muss ich schauen, morgen habe ich leider Nachtdienst. Ob ich morgen am Tag oder am Samstag auch nochmal einen Stream raushau oder so. Muss ich mal schauen, aber spätestens ja, Sonntag habe ich den Tagdienst, also am Tag geht da nichts, aber Sonntag am Abend bin ich safe auch wieder am Start, das kann ich mir versprechen. Vielleicht fahren wir ja da Mugello ein 100% Rennen gleich so, schaut's for fun, weil sie dort ja auch gefahren sind, weiß nicht, oder fahren wir die Karriere weiter, muss man noch überlegen. Für jetzt machen wir Schluss, das war der allererste Part, recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, ich darf euch am Abend und in meinen weiteren Streams dann auch wieder begrüßen. Also, schönen Abend für euch und ich hoffe, ich sehe euch später noch. Ciao, ciao.